Hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe von NewsArty hier auf UNART Live TV. Wie immer beginnen wir mit den Neuveröffentlichungen der Woche. Epica bannen Geburtstag auf DVD. Am 8.11. kommt Retrospect auf den Markt. Ja, auf 2 DVDs oder Blu-rays und 3 DVDs könnt ihr den 10. Geburtstag der niederländischen Symphonic Metal Formation noch einmal miterleben. Gefeiert wurde im März 2013 in Eindhoven. Gemeinsam mit einem Orchester und einem riesigen Chor trat die Band auf. Das Ganze ist mitgeschnitten worden und kommt nun zu euch nach Hause. Unter den Live-Tracks findet ihr unter anderem das bisher unveröffentlichte Stück Retrospect und den Fanliebling Twin Flames, sowie klassische Cover von zum Beispiel Vivaldi und eine Zusammenarbeit mit Flor Jansen von Nightwish und noch vielen anderen. Im Bonusmaterial gibt es noch Interviews mit der Band und Behind-the-Scenes-Szenen. Hier ist ein Ausschnitt aus Unleashed. Das Ganze erscheint in 2 verschiedenen limitierten Boxsets mit 36-seitigem Buch und je 3 CDs plus 2 DVDs bzw. Blu-rays. Ja, am 6.11. gibt es im Malteser Multiplex Kino in München eine exklusive Kinopremiere in 5.1 Sound mit Meet and Greet der Band nach der Vorstellung. Ja, das ist auch die einzige in Deutschland. Um 19.30 Uhr geht's los, der Eintritt kostet 6 Euro. Und das Ganze wird bei Nuclear Blast erscheinen. Mystikmagen mit Digital-EP am Start. Am 8.11. kommt die EP Was von der Nacht noch übrig bleibt in den Handel. Ja, darauf sind 5 Tracks enthalten und das Ganze ist deutscher Dark Rock. Ja, seit 1993 macht das Quartett nun schon gemeinsam Musik. Die digitale EP enthält neben 3 Versionen des Titeltracks auch tolle Remixe von 2 weiteren Songs aus ihrem Album Unzerbrechlich. Das Ganze ist in allen bekannten Download-Portalen erhältlich und erscheint im Hause von Echozone. Iron Mask besingen ein Kind. Am 6.11. wird Fifth Son of Winter Doom veröffentlicht. Darauf sind 12 Tracks und ein Video zu finden. Das Ganze ist Hard Rock aus Brüssel. Ja, nicht einmal 2 Jahre hat es gedauert, dass die Band wieder ein neues Album am Start hat. Ein Kommentar von Gitarrist Dashan Petrosi zur neuen Scheibe. Diesmal haben wir uns sehr auf eingängige Songs konzentriert. Auf unseren Konzerten und an den Reaktionen unserer Fans haben wir gemerkt, dass die einfach am besten gefallen. Ja, das Quartett hat wieder einmal einen Sound geschaffen, der nicht authentischer hätte sein können. Harte Rocknummern und Balladen wechseln sich hier in schöner Harmonie ab. Hier ein Einblick in das Video zu God Punished I Kill, das Video, was auf der CD mit enthalten ist.
Das Ganze ist das fünfte Album der Bandgeschichte und erscheint bei AFM Records. Creature präsentieren harten Metal. Am 8.11. erscheint Helioskron im Handel. Darauf sind 9 Tracks enthalten. Ja, die Black Metal Band aus Plüderhausen bei Stuttgart gehört laut dem Statement des Labels zu den härtesten, was die deutsche Metal-Szene zu bieten hat. Der Sound der 5 Musiker hat sich noch weiterentwickelt und ist nun noch detailverliebter, düsterer und leidenschaftlicher. Aggressiv und brutal kommen die Songs daher. Und das Ganze ist die 6. Veröffentlichung der Band. Die CD hat bisher nur Spitzennoten in Rezensionen erhalten und hört am besten selbst rein und bildet euch ein eigenes Urteil. Ja, das Ganze erscheint beim Label Einheit Produktion. Endstille geben auf. Am 8.11. erscheint Kapitulation 2013 in den Plattenläden. Auch dieser sind 10 Songs zu finden. Ja, die Kieler Band bezeichnet sich selbst als Most Aggressive Punks in Black Metal. Das Ganze ist das 8. Album der Band und neben 9 eigenen Songs präsentieren die 5 mit Blasphema auch ein Sodom-Cover. Ein Featuring mit Grave Violator von Sodom an der Gitarre ist dabei. Ja, monotone Gitarren, harte Rhythmen und aggressive Vocals. Eine fette Mischung, die jedes Black-Metal-Herz höher schlagen lässt. Schon jetzt stehen die Tourdaten für 2014 fest, wo ihr Endstille mit Coldbrand und Onskapt sehen könnt. Alle Termine findet ihr auf der Facebook-Seite der Metaller. Cynical Existence, neue Scheibe. Am 8.11. erblicken Erase, Evolve and Rebuild und Erase, Evolve and Rebuild Limited Edition das Licht der Welt. Auf der CD sind 14 Tracks zu finden und auf der Limited Edition 14 plus 10 Tracks. Ja, hier ist erstmal der Trailer zur neuen CD. Industrial-Projekt von Ex-Rotten-Mitgründer Friedrich ist das hier, gemeinsam mit Steven von System FX und Georg von Preemptive Strike 01. Ja, das Ganze gibt tanzbare Beats, wilde Rhythmen und energiegeladene elektrische Sounds daher. All das und noch viel mehr findet ihr auf dieser Scheibe. Textlich befassen sich im Übrigen die Lieder mit den Themen wie Paranoia, Verfall und Kampf. Das erscheint als CD oder als Doppel-CD in limitierter Auflage. Die zweite CD enthält dort exklusive Tracks und Remixe von Kollegen wie Zionic oder Zyavia. Das Ganze erscheint bei Alpha Matrix. Junk Sister sind fabulös. Auch am 8.11. kommt Bad Case of Fabulous in den Handel. Daraus sind auf der CD 13 Tracks zu finden und auf der limitierten Doppel-CD 13 plus 11. Ja, hier im Übrigen sofort der Trailer für euch. Yeah,
Ein deutsches Elektro-Rock-Duo, das seit 2007 mächtig loslegt, findet ihr hier. Ja, bisher wurden nur EPs veröffentlicht und das Ganze ist hier das erste Fulltime-Album. Provokativ, schnell und besonders. Das ist der Sound der Band. Ihr findet Einflüsse aus dem Glamrock, Funk, Blues und viele mehr. Ein wahnsinnig interessanter und sehr hörenswerter Mix. Ja, neue Tanzflächenfüller werden euch hier erwarten. Also lockert schon einmal das Tanzbein. Das Ganze erscheint als CD und als Doppel-CD in limitierter Auflage. Dort auf der zweiten CD sind 11 Remixe von Black Nail Cabaret oder Hellalyn Flowers. Das Ganze erscheint bei Alpha Matrix. Mesh, nächste Erfolgssingle kommt. Auch am 8.11. kommt die Single Adjust Your Set auf den Markt. Darauf sind 5 Songs zu finden. Und immer noch ist das Album Automation Baby aktuell. Und nun kommt die nächste Single-Auskupplung daraus. Ja, das Ganze ist die zweite Single aus dieser CD. Und die Elektropop-Formation aus Bristol präsentieren hier 4 Versionen des Titeltracks und dem Song Walk of Shame als exklusive B-Seite, die nur auf dieser Single zu finden sein wird. Die Remixe haben Rob Dust und Mabuse beigesteuert. Alle Fans von Mesh sollen unbedingt zugreifen, also auf zum Plattendealer eures Vertrauens. Garten der Asche, endlich zurück. Am 8.11. erscheint die EP Nemesis. Darauf sind 7 Songs vertreten und das Ganze ist ein Dark Electro Duo aus Südafrika und Großbritannien. Ja, das Duo hat seine Fans 6 Jahre auf neue Klänge warten lassen. Doch nun ist es endlich wieder soweit und eine neue EP kann euren CD-Spieler zum Klingen bringen. Ja, euch erwarten 3 Songs und 4 Remixe eines Tracks. Die Remixe haben Aquilum, Aquaton, System FX und DJ Transporter zu verantworten. Harte Beats und verzerrte Vocals, das macht den Sound hier aus. Durch die Remixe und die 2 weiteren Lieder bekommt ihr hier eine klangliche Vielfalt auf die Ohren. Es wird also nicht langweilig. Soko Friedhof versuchen sich in der Magie. Am 8.11. kommt nämlich Black Magic in den Handel mit 13 Songs. Ja, das Duo aus Berlin zelebriert hier Magie. Und ist 13 nicht eine sehr magische Zahl? Denn 2013 präsentiert die Band ihr 13. Album und darauf sind 13 Lieder zu finden. Ja, textlich geht es um den Unterschied zwischen Hölle und Himmel, Dämonen und Menschen, Religion und vielem mehr. Dazu gibt es den Sound, der von wilden Gitarren und treibenden Beats getragen wird. Die Band selbst bezeichnet ihre neue Scheibe als diabolisch und bildgewaltig. Ja, hört am besten selbst rein und bildet euch ein eigenes Urteil. Direkt am Veröffentlichungstag spielt die Formation einen Release-Gig im VMAX in Leipzig. Alle Infos dazu findet ihr auf der Seite des Labels unter www.vongrafenwald.de. Nun kommen wir aber noch zu ein paar Veranstaltungshinweisen, die wir euch ans Herz legen möchten. Lucy van Ork liest in Berlin. Am 8.11. in der Theatergalerie in Berlin. Ja, wir hatten ja schon des Öfteren davon berichtet, dass die charismatische Sängerin ihren ersten Roman Frau Hölle Ragnarök deine Mutter veröffentlicht hat. Ja, an diesem Abend liest sie nun in ihrer Heimatstadt daraus vor. Doch das ist noch nicht alles. Ja, außerdem wird sie mit Akustikgitarre begleitet einige Songs aus ihrer Musikkarriere darbieten. Ja, der Einlass ist um 20 Uhr, der Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro und natürlich wird das Team von Unart für euch mit vor Ort sein. Nights in Metropolis Nummer 7 findet am 15.11. in der Kratthalle in Augsburg statt. Ja, ihr bekommt an diesem Abend etwas für die Augen und die Ohren geboten. Ja, live auf der Bühne könnt ihr erleben Icromon, das im Übrigen da ihr CD-Release-Konzert dort feiern, Neues TM und Seelenacht. Ja, hier als Einstimmung ein Einblick in Fallout von Neues TM. Yeah.
Vagina bietet ein interaktives Fetisch-Fotoshooting für die Gäste vor Ort an. Für die Aftershow sorgt DJ Klondike und der Einlass ist um 20.30 Uhr, der Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 11 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Echo West und Metroland gemeinsam live. Und zwar am 30.11. im Blue Shell in Gölle. Ja, das Elektro-Projekt Echo West aus Dortmund und das Konzeptprojekt Metroland stehen an diesem Abend gemeinsam auf der Bühne. Ja, freut euch auf tollen elektronischen Sound, der nicht nur eure Tanzbeine zum Wackeln bringen wird. Ja, hier als kleiner Vorgeschmack ein Ausschnitt aus Metrolands Video zu The Passenger. Nach den Auftritten könnt ihr aber immer noch weiter feiern. Ja, bei der Electric Renaissance Party mit DJ Plastikmann. Ja, präsentiert wird euch dieser Abend von Neonwelt. Und der Einlass ist um 20 Uhr, der Beginn um 21 Uhr. Die Hands Label Night Krefeld 2013 findet statt am 7.12. in der Kulturfabrik in Krefeld. Ja, erstmals 2012 gab es eine Label Night. Ja, und weil das Ganze so gut ankam, habt ihr auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, gleich mehrere Bands des Labels live erleben zu können. Ja, das Industrial Label lässt an diesem Abend die Wände der Kufa erbeben. Seid also unbedingt mit dabei. Ja, freut euch live auf Winterkälte, Projekto Mirage, MS Gentour, Maschinenkrieger, KR52 Visus, Disruptor. Als DJs werden euch nach den Konzerten verwöhnen, Live und Teddy. Ja, und Fotamer sorgt als VJ für Unterhaltung. Der Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro und 21 Euro an der Abendkasse. Wer auf harte und krachige Töne steht, ist hier genau richtig aufgehoben. Und nun kommen wir wieder zu der Kategorie, wo wir euch neue und besondere Videos vorstellen. Ja, heute haben wir uns wiederum zwei tolle Werke herausgesucht. Gift of Tongues, Big Bad Wolf. Ja, als neue Empfehlung der Woche haben wir euch das Electro-Percussive-Projekt von David E. Johnston aus Brooklyn herausgesucht. Der amerikanische Künstler arbeitet schon länger mit vielen Musikern zusammen und seit 2012 verfolgt er nun sein neuestes Projekt Gift of Tongues, wo er mit Musikern eines New Yorker Varietés zusammenarbeitet. Ja, in Big Bad Wolf steht eine etwas andere Version von Rotkäppchen. Hier ein Ausschnitt. Tree, your big black eyes.
Der Song stammt aus dem Album Songs of My People, das im März 2013 das Licht der Welt erblickt hat. Als Regisseur für das Video war Brian Delthorpe von den Popstudios mit an Bord. Ice Shuttle to When I Beat You. Ja, als weitere Empfehlung haben wir euch dieses Mal New Metal Rock aus Hamburg rausgepickt. Ja, die Band fand 2007 sich zusammen und seitdem rocken die viel, was das Zeug hält. Dieser kraftvolle Song wurde hier von einem ebenso kraftvollen und sehr sehenswerten Video dargestellt. Seht selbst! Beim Videodreh ging das zu sehende Bett sogar zu Bruch. Ja, ihr findet das Lied auf der Special Tour EP The Outlaws, die im März 2013 in limitierter Auflage erschienen ist, denn es gab nur 100 Stück davon. Ja, derzeit arbeitet die Band um Frontmann Dirk an ihrem dritten Album, das Banished from Paradise heißen soll und Anfang 2014 das Licht der Welt erblicken wird. Ja, meine Lieben, das war's mit Newsartig für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.